Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager! Heute mal ohne Stream, also wundert euch nicht, wenn ich anders kommentiere oder was auch immer hier passiert. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass jetzt gerade sehr viel gefarmt wird in der letzten Stunde von dem Stream, den ich zusammengeschnitten hatte. Das war die letzte Folge, die wurde dann nur 20 Minuten lang und ich habe 1,5 Stunden halt gefarmt und bla bla bla. Und das war mir zu blöd, das alles zurechtzuschneiden, deswegen werde ich jetzt den Rest von Forager, ich glaube, das sind immer noch so 6 Stunden oder so, aber halt in Videoform machen, ohne Streams. Und ja, mal gucken, wie wir da vorankommen, es sei denn, ich sehe, dass später das Gefahr nicht mehr so groß ist, dann machen wir das wieder anders. Aber ja, was soll ich in dieser Folge schaffen? Ich will auf jeden Fall eventuell was kochen. Hier die beiden Bienen habe ich leider immer noch nicht gefunden. Das war das Letzte, was ich im Stream machen wollte. Ich wollte nur 5 blöde Bienen holen, aber die spawnen einfach nicht. Das ist unfassbar. Ja, ansonsten, warte, irgendwo bei Farm, glaube ich. Ja, bei Farm brauchten wir noch 50 Milch, die holen wir uns noch. Ich habe nämlich ein bisschen hier rumgefarmt. Ich habe ganz viel Sand gefarmt und habe mir hier ein paar Flaschen hergestellt. Und ja, ist schön. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen ein bisschen Plastik mir hergestellt in der Fabrik. Und daraus können wir uns jetzt zum Beispiel eine Königsschaufel machen. Oder aber nichts anderes. Ja gut, dann bauen wir doch die Königsschaufel. Wir sind auch gleich Stufe 39, dann haben wir noch einen neuen Skill und ich glaube, ich habe auch genug Geld für zumindest eine neue Insel. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Ansonsten weiß ich jetzt halt, wie man Plastik herstellt. Mit dem Öl, wo die Ölpunkte fehlen beim Öl, aber egal. Können wir auch mal herstellen hier. Die anderen Sachen brauchen wir auch noch. Und ich habe gesehen, hier drinnen gibt es Droiden. Und das finde ich richtig cool. Ich glaube, Droiden sind sehr, sehr wichtig für irgendwas. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher für was, aber bestimmt für irgendwas. Und jetzt holen wir uns bei diesen Schweinekühen hier nochmal unsere restliche Milch ab. Lol. Ich habe noch nie gehört, dass die so eine Geräusche gemacht haben. What? Oh ja, das Schöne ist auch, man kann jede Kuh einfach 5000 Mal melken. Das ist richtig gut. Oh ja, und jetzt haben wir unsere Milch und können das schön abgeben. Dann haben wir zumindest schon mal die Milch abgegeben. Das ist doch schon mal nett. Bei Farmen war das, glaube ich. Ja. So, 49 fucking Flaschen. Geht aber eigentlich. Das hat gar nicht so lange gedauert mit den ganzen Flaschen. Man muss halt mit seiner Schaufel hier wirklich die ganze Zeit so rumlaufen. So la 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 la. Einmal um die ganze Welt rum. Dann hat man zumindest genug Sand für, keine Ahnung, 40 Flaschen oder sowas. Dauert schon eine Weile, aber man kriegt es auf jeden Fall hin. Guck, ich kann jetzt auch schon wieder 34 herstellen. Aber man muss wirklich halt die ganze Zeit Sand sammeln. Das ist so nervig. Aber auf Dauer geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, was die neue Schaufel macht. Königsschaufel. Nochmal Grabungsbereich vergrößert. Das ist krass. Bald kann man bestimmt eine ganze Insel einfach mit einem Spatenstich ausbeuten. Und Graben bringt immer Erze ein. Oh, das ist natürlich auch mega geil. Denn mir ist eben schon einmal kurz aufgefallen, mir fehlen die ganze Zeit Rubine. Wenn ich dann dadurch jetzt vielleicht mal ein paar Rubine bekommen könnte, das wäre mega gut. Ja, probieren wir nochmal unsere Königsschaufel hier aus, wenn der Typ mich mal kurz in Ruhe lassen könnte. Er sollte nicht jedes Mal Erze rauskommen. Ach, mit Erzen meinen die Gold und Eisen. Oh, das ist ja lame. Nee, davon habe ich sowieso genug. Das brauche ich nicht. Ich brauche diese Rubine und so einen Kack. Edelsteine sind das dann wahrscheinlich, ne? Wie viel kostet denn die nächste Schaufel? Roboter-Schaufel. Ja, sieht ziemlich futuristisch aus mit diesem, mit dieser Fernbedienung am Stab. Okay, cool. Dafür braucht man auch dieses Todesmon. Wie soll ich denn in meinem Leben 16 Todesmon holen, wenn ich schon alleine 5 nicht hinbekomme? Elektronik habe ich auch noch nie hergestellt, aber ja. Elektronik brauchen wir auf jeden Fall auch noch für die nächste Spitzhacke hier. Die Mondspitzhacke ist bestimmt mega gut. Aber ja, gar keine Ahnung. Ich glaube, hier konnte ich noch irgendwas herstellen. Brauche ich auch wieder Rubine für. Lavendel habe ich leider auch noch nicht. Mega sad. Dieses Lavendel habe ich auch ein bisschen gefarmt. Ich habe es zumindest probiert. Wir sind doch gerade eine Stufe aufgestiegen. Aber Lavendel, habe ich mitbekommen, wächst nur auf dieser Eisinsel hier. Und hier ist gerade so gar kein Lavendel. Ich habe auch nicht so viele Eisinseln, 3 Stück. Aber hier wächst Lavendel und sonst, wenn man in diesen Dungeon reingeht, sich hier dann kurz den Weg frei bahnt, komischen Typen hier vernichtet, hier wächst immer Lavendel. Also, wenn ihr Lavendel sucht, dann immer schön in diesen Eis-Dungeon. Hier gibt es zumindest was. Man kann auch immer wieder rein und rausgehen. Dann sind hier im zweiten Raum immer wieder 2 Lavendel. Dauert halt mega lange, das zu suchen. Deswegen habe ich da gerade keine Lust zu. Stattdessen setzen wir mal kurz unseren Skillpunkt ein. Ich hoffe, wir haben richtig. Ich habe nicht reingeguckt. Ich hoffe, wir haben noch irgendwas richtig Tolles. Also, ich bin entweder sehr stark für Jagen, weil man da einen Bogen bekommt und Pfeile. Und damit könnten wir, glaube ich, dieses eine Rätsel lösen mit diesem Augentotem auf dieser einen Insel. Oder aber für Kolonisierung, weil da der Landkauf 30% billiger ist. Das ist mega krass. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Kolonisierung und ich habe nämlich eben noch gesehen, ich habe noch so einen blauen Stein im Inventar und den
Könnten wir ja einsetzen, um ein Level aufzusteigen, weil gerade dauert das Leveln doch relativ lang. Ich gehe mal wirklich auf dieses XP. Dann sind wir Stufe 40. Ist doch schön. Und davon holen wir uns dann dieses Jagen, glaube ich. Ja, Items verkaufen wir sowieso nicht. Dann gehen wir mal auf Jagen, schalten dann einen Bogen frei. Ich denke mal, der wird nicht so teuer sein, dass der einfach nur Faden und Holz braucht. Mehr ist ja ein Bogen einfach nicht. Pfeile habe ich auch schon mal irgendwann ausgegraben, von daher alles cool. Jetzt ist nur die Frage, wo man den herstellen kann. Einfach an so einem Amboss hier oder wie? Ich habe leider gar keine Schmiede mehr. Müssen wir hier irgendwo nochmal eine Schmiede hinpacken? Da oben einfach. Da, Schmiede. Gib mir mal einen Kurzbogen. Genau. Ach, Pfeile braucht man auch dafür. Holz, Faden und Pfeile. Ich hoffe, man braucht die Pfeile dann nicht, um die auch abzuschießen. Also, dass er einfach die ganze Zeit dann seine Pfeile schießt. Weil sonst ist er ja richtig blöd. Man hat ja hier auch seine Stäbe und die kann man zum Beispiel die ganze Zeit so verwenden. Zumindest um Gegner zu töten. Oh, das wäre so cool, wenn man damit auch die Schweine und sowas töten könnte. Geht leider nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir so einen komischen Bogen. Schießt Pfeile aus deinem Inventar. Oh, man braucht wirklich Pfeile dafür. Das ist natürlich kacke. Wieso sollte man den dann verwenden? Halte Angriff gedrückt, um zu zielen und lasse los, um zu schießen. Okay, wie viel kostet dann so ein Pfeil zum Beispiel? Hier oben, Pfeile. Stein und Holz. Okay, kosten halt auch nichts. Aber braucht man halt auch nicht. Okay, wir haben sowieso drei Pfeile irgendwann mal gefunden gehabt. Und ich denke, mit denen kann man jetzt auf jeden Fall dieses eine Rätsel hier unten lösen. Hier bei dem hier. Dass man den einfach ins Auge schießen muss. Und dass dann... Oh, okay, man kann damit aber weit zielen. Und dass dann auf jeden Fall irgendwas passiert. Plopp. Ja, okay, das war's. Schlüssel haben wir sowieso noch. Öffnen wir die Truhe. Oh, eine coole Sonnenbrille. Die Nerdbrille, Leute. 20% mehr EP. Ja, okay, aber die sieht doof aus. Was haben wir da auf dem Kopf? Warte, heck, das sieht richtig komisch aus. Nee, das müssen wir ganz schnell wieder ändern. So fühle ich mich wohler. So, das eine Rätsel gelöst, das andere Rätsel weiß ich leider immer noch nicht, was man da machen soll. Bei dem Teil hier unten, keine Ahnung, was das macht. Irgendwas mit dem Schwert halt, ne? Aber nicht so richtig. Schwert und Mond, ich weiß immer noch nicht, was man da genau machen soll. Man kann ihn einfrieren, das ist schön. Und diese komischen Geräusche, Leute, ich habe Angst. Aber gut, da ich Lavendel brauche, würde ich dann mit dem Geld, und wir haben ja auch gerade Kolonisierung geholt, würden wir jetzt mit dem Geld einfach eine Insel hier oben holen, in der Hoffnung, dass das noch eine Eisinsel wird und ich dann noch eine Quelle mehr habe, um halt Lavendel zu bekommen, weil ich Lavendel gerade brauche halt. So, wie teuer? Guck mal, die sind doch gar nicht so teuer. Wenn wir die nicht hier oben nehmen, dann geht das voll. 2200, das ist schon mal keine Eisinsel, dann ist hoffentlich da oben eine Eisinsel. Okay, das ist eine, aber die ist zugefroren. Ich hoffe, wir können das schmelzen mit unserer Spitzhacke. Das wäre toll. Und das sieht wieder wie ein Rätsel aus. So, let's see. Gibt's hier irgendwie einen Hinweis oder sowas? Ah, nee, da müssen wahrscheinlich einfach nur die vier Rubine rein. Hier, da muss... Der rein, genau, der lilane. Hier muss dann der grüne rein. Das Blöde ist, ich habe die halt alle nicht dabei. Ich glaube, ich habe null Rubine. Doch, ich habe sogar zwei. Guck mal, Rubine da rein. Was ist denn diese? Ach, hier müssen die gelben rein. Ja, das macht Sinn. Okay, wir brauchen also noch gelb und wir brauchen noch die grünen. Ich glaube, die habe ich auf jeden Fall in meinem Tresor drin. Genau, hier sind auf jeden Fall gelbe. Dann können wir davon ja einmal mitnehmen. Und grün müsste ich auch noch haben. Ja, da. Auch nur 11. Also so richtig viele von diesen ganzen Edelsteinen habe ich nicht. So, dann kommt hier grün rein. Da unten kommt gelb rein. Tada, geschafft. Wieder super easy. Ma, also es gab schon mal schwerere Rätsel. Das war eines der einfachen. Aber war auch eine günstige Insel, von daher. Passt das schon. Und wir kriegen eine Errungenschaft. Erstmal Schatzjäger und so einen coolen Ausziehrucksack. Was einfach nur ein Stoffteil an einem Holzstück ist, aber immerhin. Und wieder ein Zeichen der Bewährung. Well. Schade. Also, diese Insel war komisch. Also, ja klar, wir haben jetzt wieder so ein blaues Ding hier bekommen und könnten noch ein Level aufsteigen, aber meh. Ich hätte lieber eine Eisinsel gehabt, damit ich zumindest Lavendel farmen kann. Oder so eine Feuerinsel, aber die werden wohl eher unten sein, um da diese Bienen zu bekommen. Und was haben wir hier? Hier ist ja noch eine Insel. Das ist eine Truhe. Hier haben wir zumindest noch mehr Lavendel, das wir kriegen können. Und die Truhe muss man wahrscheinlich einfach nur schmelzen. Ja, das funktioniert mit unserer Spitzhacke. Oh, wie nice. Los, schmilz.
Du Ding. Okay, dann war das auch super easy. So, was haben wir da? Ein Köcher. Irgendwer brauchen keine Pfeile. Lol, als ob die Insel gewusst hätte, dass ich mir jetzt den Bogen hier hole. Jetzt können wir so viele Bögen verschießen, wie wir wollen. Ja. Der braucht halt übelst lange, um aufzuladen. Tötet man damit wenigstens die Gegner One-Hit? Hey, warte mal. Ist der Pfeil gerade durch den durchgegangen? Auf jeden Fall sind wir jetzt ein Scharfschütze, haben noch eine Errungenschaft bekommen. Also irgendwann hätte ich das sowieso machen müssen. Allgemein, die ganzen Errungenschaften, die will ich mir eigentlich auch noch holen, weil die sollen angeblich nicht so schwer sein. Und man kriegt halt jedes Mal neue Skins dafür. Und ich will auf jeden Fall noch ein Inkling werden. Ich weiß nämlich, dass man Inkling werden kann. Und das ist so ein kleines Ziel von mir auf jeden Fall in diesem Spiel. Irgendwann nochmal Inkling zu sein. Obwohl Super Meat Boy auch schon ganz cool ist. Das erinnert wenigstens ein bisschen an Isaac. Aber Inkling wäre schon cooler. Die sehen halt richtig cool aus. Ich mag das Design von den Inklings richtig gerne. Ich habe zwar noch nie ein Splatoon gespielt, aber diese Inklings finde ich trotzdem mega cool. Allein vom Design her. Und von der Sprache her auch. Ich war ja sowieso mal auf so ein Inkling-Konzert, so ein 3D-Konzert. Und das war wirklich mega geil. Also das ist dann so ein Hologramm auf der Bühne. Und das sieht ja mehr oder weniger real aus. So real halt ein Fake-Projektion von etwas sein kann. Das ist halt trotzdem dieser Anime-Stil, wie die Inklings halt so mal sind. Aber das war sehr cool. Könnte ich auf jeden Fall auch mal auf YouTube geben. Einfach Inkling, ich weiß nicht, wie die heißen, Inkling-Girls 3D-Konzert oder sowas, dann kann man das sich angucken. Und wenn ihr dann noch zur Toka Toka, Toka Toka Event in Japan geht, in Tokio, dann könnt ihr genau das Konzert sehen, wo ich war. Toka Toka 2018 hieß das, glaube ich. Tonka Tonka, Toka Toka, irgendwie sowas. Tico Tico, Noga Noga, Niga, Niga, Nigo Nigo, Nico Nico wahrscheinlich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall cool. Vielleicht verlinke ich das auch in die Videobeschreibung, wenn euch das interessiert. Können wir hier auf jeden Fall nochmal die Kürbisse abgeben und dann fehlt hier auch nur noch das goldene Ei. Jetzt haben wir schon zwei Dinger, wo nur noch eine Sache fehlt. Hier bei Farm fehlt nur noch das goldene Ei. Nur noch, in Anführungszeichen, das wird mega lange dauern. Bei Bergbau diese komische Schriftrolle, die wir irgendwann nochmal herstellen müssen. Aber dafür brauche ich, glaube ich, erstmal dieses Schriftrollen-Artefakt oder so. Und was wir natürlich auch noch herstellen können, ist einfach nochmal der Schädelbogen hier. Weil mit dem Bogen sind wir sowieso noch mega weit hinterher. Bei Spitzhacke brauchten wir halt Elektronik. Allgemein für alles brauchen wir jetzt irgendwie Elektronik. Diese Pfeile sind jetzt mega unnötig, weil unser Bogen ja sowieso schon so stark ist, dass er gar keine Bogen mehr braucht. Super dumm, dass man die dann noch herstellen kann. Aber diese Elektronik, das interessiert mich jetzt mal. 10 Plastik braucht man für ein Elektronik-Ding. Das ist ja super teuer. Wie viel braucht man für Glasfaser? Auch 5 Plastik für ein Glasfaser und Königskleidung und alles mögliche. Warum kann Glasfaser nicht einfach aus Glas und Faser bestehen? Ist doch kacke. Jetzt habe ich nicht gelesen, was der Bogen gemacht hat. Verdammte Hacke. Ach man, das dauert hier alles übelst lange. Okay, wir stellen auf jeden Fall Plastik her und gucken nochmal, ob wir noch eine Insel freischalten können. Ich glaube, ich schaffe nicht das, was ich machen wollte in dieser Folge. Das dauert alles auch so mega lang irgendwie. So, aber eine Insel können wir uns auf jeden Fall nochmal leisten. So, hier, diese günstige Insel. Guck mal, ein kleiner Clown. Das ist ein schöner Abschluss. Hallo, kleiner Clown. Was machst du denn da? Ich würde gerne wissen, was der Clown macht, aber ich muss mich zu ihm durchkämpfen, weil hier überall böse kleine Gegner sind, ihr Doofies. Die gehen zwar alle auch so viel Geld, was ich schön finde, aber sind trotzdem nervig. Ja, 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 tu mal nicht so. Die tun so, als wenn sie größer sind, als sie eigentlich sind. Oh, hallo, kleiner Clown. So, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht der Clown aus S ist. Das wäre richtig blöd. Mal gucken. Hallo? Oh, ich heiße Hopfrock und habe dieses Spiel gemacht. Ich bin hungrig. Ja, ich frage mich, wie viel du über Forager weißt. Oh nein, jetzt kommt ein Quiz oder was? Spielen wir ein Trivia-Minispiel? Bei einer richtigen Antwort bekommst du super seltene Belohnungen. Ach, das ich bin hungrig kommt von mir. Der will so ein Quiz mit mir machen. Ich die ganze Zeit, oh Mann, ich bin so hungrig. Nein, ich will das Quiz nicht machen. Okay, legen wir los. Bla bla bla, Hopfrock, Catherine of Sky. Toll, ich kann die Fragen gar nicht richtig lesen. Ich bin hungrig. Wie lautet der echte Name? Der echte Name von Prinzessin Blablabla. Hopfrock? Heißt die wirklich Prinzessin Blablabla? Catherine of Sky? Oh, ich bin mir unsicher, Leute. Heißt die wirklich Blablabla? Ich glaube, die hieß Catherine von Sky, oder? Ich klicke das an. Nein, echt, die heißt Blablabla? Naja, Versuch. Was ist 2×8? Was? Okay. Gelb? Ach, so knapp. Okay, nächste Frage. 2×8? Ich kenne 7×7 ist feiner Sand, aber... Hä, das stimmt doch alles nicht.
Wie viele Gegner hast du bisher besiegt? Was? Da waren Gegner? Alle. Oh, ich bin Pazifist. Was? Das waren Gegner? Das nenne ich mal falsch. Ich glaube, hier kann man gar nicht gewinnen. Kann das sein? Keine Sorge, die nächste weißt du bestimmt. Was ist der Sinn des Lebens? Sowohl A als auch B sind richtig. Um Forager zu spielen, um Materialien zu sammeln. Was? Beides ist falsch. Aber bestimmt A und B. Hast du es überhaupt versucht? Nächste Frage. Wie werden Videospiele gemacht? Nerds im Keller mit Kaffee und Magie. Ja, das klingt richtig. Kaffee rein, Code raus. Das klingt auch richtig. Aber Kaffee und Magie klingt noch richtiger. Und Nerds im Keller sowieso. Oh, das hast du leider nicht gewusst. Kein Ding, nächste Frage. Oh Gott, wie lange geht denn das jetzt? Wie wirst du Forager bewerten? Ich glaube positiv. Also eigentlich nur positiv. Positiv natürlich. Ach, falsche geht's nicht. Machen wir weiter. Shovel Knight war ein bahnbrechendes Spiel. Was soll das sein? Die gehört. Dem stimme ich zu. Ich stimme der Nichtzustimmung nicht zu. Hey, was heißt denn das dann? Nichtzustimmung nicht zu. Also stimme ich zu. Ja, ich stimme der Nichtzustimmung nicht zu. Das ist nicht mal annähernd richtig. Ach, dieses Minispiel liegt ja gar nicht. Wie lautet die korrekte Antwort auf diese Frage? Nichts. Unwahrscheinlich A. Nee, wahrscheinlich A. Definitiv B. Ja, B ist definitiv richtig. Wow, so falsch. Du hast keine einzige Frage richtig beantwortet. Du bist der zweitschlechteste Trivia-Spieler, den ich kenne. Okay, wie kann man denn noch schlechter sein? Aber keine Sorge, du bekommst einen Trostpreis. Nur schlechter kann man sein, wenn man sich selber dabei umbringt und nicht alle Fragen beantworten kann, glaube ich. Danke, dass du Forager spielst. Hoffentlich hast du Spaß. Okay, scheitere kläglich bei einem Trivia-Minispiel. Danke, komischer Clown. Und danke, dass du nicht S bist. Das finde ich sehr gut. Eine Skelettmaske. Skelette greifen dich nicht mehr an. Das erleben die nämlich nicht. Aber diese Insel hier ist eigentlich prädestiniert dafür, noch ein paar Schmieden darauf zu bauen, oder? Oder diese Öfen zumindest. Dann würden die hier nicht im Weg stehen. Die hätte ich eigentlich dann hier unten hin... Na, eigentlich auch okay. Eigentlich egal, wo man die hinbaut. Oh, schön, dann hatten wir jetzt nochmal am Ende so ein Quiz. Finde ich ganz nett. Ja, Leute, was hättet ihr geantwortet? Ihr hättet bestimmt alles richtig gemacht, oder? Ich bin sehr schlecht in solchen Quiz, muss ich sagen. Ach, das ist schön. Ja, dann hoffe ich, dass dieser Part euch auch gefallen hat, auch wenn das jetzt mal wieder nicht im Stream war. Auf jeden Fall fand ich das ganz gut, damit ich hier ein bisschen chilliger, ja, halt spielen kann. Und, ach guck mal, die greifen mich wirklich nicht mehr an. Ey, Freund, wo gehst du hin? Wollen wir zusammen irgendwas unternehmen? Ja, lass uns die Fee besuchen. Oh ja, die Fee ist nicht da. Na gut, lass uns woanders hingehen. Das Schicken begutachten? Ja, das ist eine gute Idee. Oh, sorry. Ich habe meinen einzigen Freund getötet. Shit. Gut, und mit dieser kläglichen Quiz-Einlage sag ich dann mal, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja?